So, hier steht das höchste Windrad der Welt. Es ist bis zur Spitze 205 Meter hoch. Die Flügellänge beträgt 45 Meter. Es ist gerade zu wenig Wind und es hält wieder an. Ist schon beeindruckend hier. Hier würde ich gerne mal mit hochfahren. Hier sieht man jetzt noch eine ganze Reihe weiterer Windräder, die ca. 200 Meter hoch sind. Die Flügellänge hier beträgt sogar 58,5 Meter, was schon ziemlich unglaublich groß ist. So, hier habe ich mal eins gefunden, was sich noch ein kleines bisschen dreht. Naja, gerade eben hat sich's noch gedreht. Ja, ist heute etwas zu wenig Wind. Also jeder einzelne Flügel ist hier um einiges länger als so ein durchschnittlicher Kirchturm. Und das ist schon, ja, ziemlich beeindruckend. Hier sieht man nochmal die Werte. 2400 Kilowatt, 117 Meter Rotordurchmesser und 141 Meter Rahmenhöhe. Und hier ist noch ein drittes von der Sorte. Und man muss sich das mal vorstellen, die sind ein Drittel höher als der Kölner Dom. Jetzt hat sich dieses gerade angefangen zu drehen.